Der aktuelle Bahnstreik endet vorzeitig am Montag um 2 Uhr früh. Ursprünglich war der Streik bis Montagabend um 18 Uhr angekündigt gewesen. Medienberichten zufolge wollen die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL ihre Verhandlungen im Tarifstreit wieder aufnehmen. Die nächsten Verhandlungen sind ab dem 5. Februar geplant. Beide Seiten wollen bis zum 3. März eine Einigung im Tarifstreit erzielen. Bis dahin soll eine Friedenspflicht weitere Streiks ausschließen.